Das Wichtigste vom Essen, unsere selbstgemachten Maultaschen können natürlich auch mit rein. Jawohl! Ja! Gut, dann lege ich los. So. Ja. Der hat richtig geile Maultaschen gemacht. Jens, geiler Typ. Richtig geiler Typ. Flash! Mann, was hat der für ein Bacon? Das frage ich mich jedes Mal. Das war die Hauptfrage. Der ist geil. Ja, der ist richtig gut. Der ist ein schön schellisches Sau. Und es war der letzte Rest, den ich noch beim Metzger bekommen habe. Leider, leider. Brauchst du Hilfe, Chunky? Ich glaube. Du darfst gerne helfen, ich glaub, wenn du das machst. Ich ist zu schnell gerannt. Flash! So. Bacon Strips. Das ist Baconfleisch. Filmst du immer noch? Natürlich filme ich noch. Alle wollen ja mal sehen, dass du auch mal was arbeitest. Für ich schaff die ganze Zeit, ihr Maden. Für dein nicht vorhandenes Geld. Ja, ja. Hallo. Das ist besser. Ganz gut. So, weiter geht's mit den Zwiebeln. Das machst du aber nicht so sorgfältig wie ich den Bacon. Echt? Meine Zwiebeln sind auch deformiert, damit deine. Soll ich das Ganze schalten oder? Alles komplett unten rein. Ah, okay. Mehr brauchst du nicht. Nein. Entschuldigung. Ich schmeiß auch mal rein. 23. Weißt du, warum man sechs Fäden damit anfängt? Wenn man nicht in der Lage ist, dann Nachschuss zum Beispiel zu besorgen. Es liegt vielleicht daran, dass irgend so ein alter Mann meint, man klaut meinen Nacken und macht daraus Hackfleisch, weil der lag ja noch dazu für den Kühlraum. Ja, war gut, gell? Ich sag ja, der Dirk ist ein alter Dieb. Jo, weiter im Programm. So, jetzt darfst du anfangen zu schichten. Wir fangen an mit dem Schweinenacken. Schweinenacken, Maultaschen, Schupfnudeln, Filet und so wieder so weiter. Du stehst ja neben mir, ne? Das ist mir ja. Hochkant schichten am besten. Ja, seitlich so, ne? Du könntest ja auch ein bisschen unterlegen, wenn du möchtest. Ja, das wie soll ich die denn hochkant reinstellen? Ich kann manchmal am besten erst Maultasche rein. Hüfte! Tja, Leute. Und so wird das Töpfle einfach mal vollgeschichtet. Da tut man einmal flippern und dann hat der den Topf schon fast fertig gefüllt. Aber er hat ihn recht gut, ja, geschichtet. Jetzt noch Sauerkraut drauf, da kommen dann noch die Spätzle wieder mit drauf, nehme ich an. Super Spitzer. Oh, Schlagsahne, Oberduft. Da möchte ein junger Fan was von dir. Ja. Na klar. Ah ja, die Sahne noch mit Gewürz verrührt. Selber gemachte, gekörnte Brühe. Okay. Mehr brauchst du eigentlich nichts, weil der Rest ist schon vom Fleisch ein bisschen gewürzt. Salz, Pfeffer, gekörnte Brühe, oben rüber. Und das Ding wieder mit Fleisch von aus. Und dann geht es 2,5 Stunden auf die Bohlen. Wie er es erwähnt hat, selber gemachte, gekörnte Brühe. Weil es halt so ist. Ich nehme lieber mein Zauberpöferchen. Habe ich weniger Arbeit damit. Selber gemacht, der könnte Brühe. Okay. Alles selber getrocknet und reingegrabbert. Ja. Ja. Ich habe oft gesagt, genug schon gesagt, kann man alles selber machen. Wenn man die Möglichkeiten hat, die Zeit hat, die Lust hat. Ja. Oder fertig nehmen. Jens! Ja. Komm mal her. Sag einmal, meinst du nicht auch, dass du da ein bisschen übertrieben hast? Bei den scheiß Briketts, nein. Da ist immer noch keine Hitze. Also, wenn ich meine Hand so lang drüber halten kann, ohne dass ich schreie, ah! Ja. Naja, was soll's. So, da stellen wir jetzt das Töpfle drauf. Und ein paar Oben drauf und so, weißt du, das kriegst du ja hin. Ja, ich stelle den... Oh, Hilfe, 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 ist der schwer?
Und wo soll ich jetzt Kohlen für oben drauf hernehmen? Das zeigt sich. Von unten runter. Ja, toll. Du Scherzkeks, gib mal Zange oder irgendwas. Da haben sie gerade die Sau aus der Kiste geholt. Das habe ich jetzt verpasst. Egal. Es gibt ja genügend andere Videos. Ein großes Meerschweinchen. Also der hier hat, der hat zum Beispiel auch gefilmt, oder Gerrit? Ja, ganz genau. Ja. Da drüben steht der Mac Schreihals, der hat es auch gefilmt. Ja. Also wie gesagt, was es bei mir nicht zu sehen gibt, gibt es bei anderen zu sehen. Im Livestream wurde ja noch vorher gerade noch gesprochen von diesem weißen Chili. Und da ist es. Da haue ich mir jetzt auch eine Probierportion rein. Ja, ja, aber noch bist du gerade dran. Du, steht sonst keiner an hier. Oh, ich krieg die erste Portion. Dankeschön. Die wollen wahrscheinlich bloß wissen, ob ich es überlebe. Ah, ich kann mich wieder auf meinen Platz hocken. Vorsicht, 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 Vorsicht. So. Schon wieder ein Essen fertig. Was hast denn du schon wieder da? Sahnespieße, gefüllte Datteln und Käse mit Bacon. Ah, das hört sich nach R&K. R&K Barbecue an, genau. Gut, ich probiere aber jetzt das hier. Weil hier wirklich alles zum Essen zum Probieren ist definitiv wieder viel zu viel. Das Problem ist, ich habe Stress, bis das fertig ist. Wahrscheinlich irgendwie fast noch mehr als in Werl. Ja. Oh. Ich wer, wer möchte weiße Chili? Das geht sofort los. Auch so eine weiße Grillschürze. Schmeckt irgendwie nach Holz. Meine kannst du nicht mehr kriegen, die sind mir weiß. Mein Kopf hat sich gewünscht, ich soll schon was mitbringen. Das ist der Löffel. Aber lecker. Jo. Haben sie gut gemacht. Ja, Leute, ich esse jetzt und ja, irgendwann hole ich wieder die Cam aus der Hosentasche raus. Was willst du schon wieder von mir? Ich wollte mal gucken, was, wie das aussieht von innen. Zwei Chili. Okay. Kannst du eine Portion holen, kann man essen. Ja, echt? Ja. Ja. Gut. Aber jetzt essen. Lass sie schmecken. Ja. Hier im Klo. Soll ich nach ans Hotel fahren? Ja, Leute. Und der Mac Allister hat jetzt endlich einen Sabberlatz bekommen. Sexy, Hexy. Ja. An dir kann man sehen, für was? Der T-Shirt ist sauber. Zähl du mal an. Der Mini-Pimmel, nee. Okay. Auf drei und. Oh, warte. Sag's Bescheid, wann los geht's heute? Auf drei und drei ist stumm, okay? Stumm? Ja. Ja, ja, also das drei muss ihr denken, ne? Eins, zwei. Ja! Fantastisch. Wir sind gerade hier, ja, an gewissen Leuten noch aufklären, dass wenn wir irgendwo waren auf dem Grillseminar, dass wir uns verewigen. Und das ist hier auf diesem Grillseminar an dieser Türe. Ja. Mhm. Warte, Moment. Hier, ne? Oder was? Soll ich dir da einkleben? Ja, verewige dich. Drüber über dieses Junkie-Bild. Ruckzuck Zahnlook. Moment, oder heute Nacht Kissentherapie.
Jawohl. Jawohl. Stefan, ja, auch einen dabei. Jo. So einfach ist es, dass man in Erinnerung bleibt. Ja, da, hier, da. Ich muss Aufkleber holen. Du musst Aufkleber holen. Halt mal ganz kurz. Hey, so nicht, mein Freund, mit der Spachtel. Oh, besonders nicht, wenn es der letzte war. Jetzt habe ich verschissen bei Michael. Ja, aber viel Spaß bei deinem Auto. Ja, ja. Wie viele habe ich drauf? Es sieht schlimm. Ich fahre heute, ich fahre dann am Montag in die Wäsche, dann haben wir einen Dampfstrahler. Das ist alles mit ab. Ich geh gucken. Ich komme nicht, du. Du Kresse. Ich war keine Werbung für den Grilljunkie. Das ist nicht immer. Wo? Wo? Da ist ja gar nichts dran. Wo? Nein! Nein! Auf meinem Auto prangert jetzt das Schild vom Grilljunkie. Ich wollte letzte Woche das Auto verkaufen. Jetzt ist er mehr wert. 10.000 Euro, jetzt kann ich ihn reinsetzen, mindestens. 15? 15? Ja. Mindestens. Jo. Mindestens. Jo. Ich muss aber noch mal trinken. Es sei dir gegönnt. Ja, und schwuppdiwupp sind es mehr. Ja, deine sind aber nicht wetterfest, habe ich festgestellt. Das sind so. Da musst du dir mal noch ordentliche machen lassen, dass du sowas auch machen kannst. Wieso, hast du da drüber gepullert oder was? Was? Nö. Aber das fühlt man doch schon. Schmeckt? Mhm. Ey, das ist so. Fast Wagenfarbe. Fast derselbe Farbton. Warte. Noch ein. So. Nee. Ja, alles gut. Welcher ist das jetzt? Die trauen sich alle nicht. Ich habe keine mehr, leider. Nicht. Ich habe bloß 3 Stück mitgenommen. Ja, gut, dann ist ja, das war das Problem. Stellst du neu, oder? Hä? Nee, ich hab da heute schon noch welche. Ach so, hast aber du ich hab nicht mehr mitgenommen. Das ist das Problem. Selber schuld. Ja. Ich hab die auch alle zu Hause vergessen. Fahr schnell heim. Ja, fahr schnell heim. Wann gibt's von dir jetzt endlich Aufkleber? Ja. Ich hab einen. Hä? Ja, das Holz. Ja. Nee, ich meine richtige Aufkleber. Warum? Das hat jeder. So ist? Nee, das hat jeder. Ich ja? Nicht, das hat jeder. Ja? Ja. Das wollen wir aber. Ja, aber du willst ja nicht, interessiert mich ein Scheißdreck. Leute, kommentiert bei dem alten Mann, der soll ja endlich Aufkleber machen lassen. Ja, ja, kommentiert mal ruhig. Unter jedes Video 20 Mal. Ja, ja. Gerne. Ich mag die Klicks immer. Ja. Da haben wir ja hier gerade so, Moment. Das ist doch sehr gut. Ich muss den hier kurz mal entführen. Ja, was denn? Ja. Guten Tag. Ja, also. Wir haben ja drüber gesprochen. Ja, richtig. Ach so, okay. Über dieses geile Außenrum. Ja. Gehören da von denen auch welche dazu? Die gehören dazu. Drei, wie viel? 3 Stück, oder? Genau. Also, dann habe ich das jetzt auch. Richtig geil. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Ja, zeig doch mal quasi, worum es geht. Ja, genau. Um also, den Windschutz. Nimmst du einen Windschutz mit. Quasi. Ja. Eins. Genau. 3 Teile und natürlich dazugehörig nimmst du dir 5 Spieße mit. Ne? 5. Genau. Ups. Oh, halt. So sind es 5. Alles klar, wunderbar. Genau. Vielen, vielen Dank. Perfekt ausgestattet. Jawohl. Und ich bin aufs Video gespannt. Das ich auch. Ja. Spätestens, wenn ich wieder mit dem Anhänger rausfahre, ja, wird Zeit. Genau. Sehr schön, geil. Was wird hier gespielt? Ist es schon fertig? Ja, schon fertig. Unser Topf ist schon fertig. Das
das einmal zeigen. Ja, Sabalot. Maultaschen selber gemacht, Schupfnudeln, Sauerkraut, alles schön mit drin. Bisschen Probierle machen. Ja, freilich. So, dann hier einen Löffel für dich. Da schmeckt es ja wieder nach Holz. Ja, kannst du den nehmen. Dann nicht. So, dann wollen wir mal unser Maultaschen-Töpfle probieren. Also wenn er immer was will, darf er kommen. Lecker. Jo. Schauen wir noch weiter, was noch alles geht. So, meine Lieben. Viertel nach 10, hier wird immer weniger und so die letzten Gespräche und ich würde sagen, wir beenden dann das Video hier auf dem Gelände, rein theoretisch und ja, schauen wir dann noch, eventuell noch auf der Heimfahrt ein bisschen filmen und so und ja, genau, kurz vor Abfahrt. Falsches Auto. Morgen. Falsches Auto. Auch falsches Auto. Wir verabschieden uns. Auch falsches Auto. Tja, mein Bordpersonal, das kommt erst noch. Das dauert wieder. Egal. Ich warte. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Ah, jetzt kommt richtiges Auto. Alter Schwede. Das ist schon verboten aus. Hier gibt's alles. Stefan, alles fit? Ja. Gut. Der Schnarchzapfen. Stundenlang nervt der uns da drin noch mit der Cam und dann kommt er nicht. Du Schnarchzapfen. Wahnsinn. Wahnsinn. Belästige ich mich mal mit einer Zigarette, komm. Ich kann Scheißschwörde nicht leiden, wisst ihr das? Also Leute, ihr habt es gehört, er verführt mich zum Rauchen. 100 Kilometer nur noch, 100 Kilometer. Und der McAllister hat wieder rumgeschrien, er muss eine rauchen. Unglaublich, oder Stefan, was sagst du dazu? Ich muss mir die Füße vertreten. Ja, unglaublich, der Typ. Ich habe eigentlich Pause wegen ihm gemacht. Ja, ja. Immer dasselbe mit den Typen. La 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 la. Der Baustellenmann. Du bist der Baustellenmann. Ja, klasse. Du bist der Baustellenmann. Der Baustellenmann. Tja, wirklich eine Baustelle nach der anderen. Aber ich kann euch eins sagen. Ich gebe euch einen ganz genialen Tipp, Leute. Wenn ihr auf deutschen Autobahnen unterwegs seid und ihr habt sowieso so einen wie ein McAllister dabei, der dauernd eine rauchen will, na gut, ich gebe es zu, ich habe gleich mit eine geraucht. Und 3 Minuten später war er am Kackhaus. Nehmt euch eine Rolle Klopapier mit, weil die Toilettenwartung ist unter aller Kanone. Gib mir mal das Ding. Nö. Absoluter Pro-Tipp vom Junkie, macht es wirklich, weil... Ohne Klopapier hätte er uns ins Auto gekoffert. Das hätte ich nicht toll gefunden. Ja. Nein, nein. Die sind solche Widerlinge. Hey. Nein, aber das ist der absolute Tipp. Nehmt euch eine Rolle Toilettenpapier mit. Lieber widerlich als widerlich. Also, wir haben noch eine knappe Stunde zu mir heim. Dann laden die mich noch aus. Und für mich war es das dann mit dem Video. Aber daheim machen wir noch eine Abschlussszene. Und ja. Du machst schon das ganze Wochenende eine Szene. Aua, nicht schon wieder hauen. Immer gibt's ja auf die Zwölfe. Ja, auf alle Fälle, auch auf der Heimfahrt haben wir noch jede Menge Spaß. Genau. Kommen Sie nach Hasewinkel, da haben Sie Spaß. Hasewinkel, Hase, nur mit Ehre. Ja. Ihr zwei Chaoten. Genau. Ja, wir haben Spaß. Ja, ja. Okay. Bussi. Zurück in Lauingen und Leute, hier ist immer noch Party in Lauingen. Wir müssen bis zu mir noch hinlaufen.
So Leute, wir haben es geschafft. Stopp. Nein, nicht stopp. Jetzt. Das ist ja. So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind zu Hause. Der filmt auch hier, ja. Und zumindest bei mir zu Hause erst einmal. Ich bin euch beiden echt verdammt dankbar. Ohne euch wäre ich nichts. Nicht. schon wieder einen Nippel hier. Was, du auch? Nein, weg, weg. Wäre ich nicht zum Lunzer gekommen, hätte ich keine Chance gehabt. Also vielen Dank euch beiden. Bitte, bitte. Alles schön. Es war ein geiles Wochenende. Definitiv. Ja, wir haben wieder viel Spaß gehabt, viel zu viel gegessen, das Übliche. Jo. Viel Spaß gehabt. Wahnsinn. Genau. Also, in diesem Sinne, Johnny, vielen Dank und hüa!